Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einem weiteren Spiel. Wir spielen heute Pflanzen versus Zombies 2. Der erste Teil haben wir schon gespielt, den gab es für den PC. Bei dem ist es jetzt so, dass es leider nur für iPhone oder Tablet erhältlich. Ich spiele es jetzt mit dem Emulator auf dem PC. Ich hoffe, ihr findet das nicht so schlimm. Aber dann können wir wenigstens etwas spielen. Hoffentlich läuft es richtig. Ich habe da so immer so ein bisschen meine Bedenken bei Emulatoren. Hallo? Ah, wir spielen gleich los. PopCap Games präsentiert. Pflanzen versus Zombies 2. Möchtest du die Grundlagen von Pflanzen versus Zombies? Ja, natürlich wollen wir die Grundlagen. Bald neues Spiel. Fangen wir mal an. Okay, die normalen Zombies, die kennen wir schon. Eine Reihe. Schön. Gut gemacht. Du kannst auch etwas pflanzen, indem du die. Ah, okay. Ja, ich brauche halt noch ein paar Pflänzchen. Genau, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ah, okay, die geben 50. Setzen wir gleich die zweite. Zombies dürfen dein Haus nicht erreichen. Das ist schon mal was richtig Gutes. Wie gesagt, das kennen wir ja schon vom ersten Teil ein bisschen. Ich glaube, das ist sogar das Haus, wo wir angefangen haben. Ah, da sehen wir ja auch gleich wieder unser Fortschritt. Aber beim zweiten Teil, was ja richtig schön ist, es gibt viel mehr neue Pflanzen. Neue Fähigkeiten und richtig coolen Kram. Ich habe das jetzt fürs Tablet auch schon. Ah, hier kommt schon die große Zombie-Welle. Ah, komm. Oh. Ah, ich kann Click and Drop machen. Genau, das geht ja auch, haben sie gesagt. Oh, jetzt habe ich aber. Ja, das soll locker reichen, um den letzten Zombie noch wegzublasen. Und futsch. Und wir haben die neue Blume bekommen. Ach, hier, die sieht man auch immer so schön, so kleines Symbol dran. Gibt dir etwas extra Sonne. So wie wir sie von früher kennen. Finde ich gut. Extra Sonne ist immer gut. Okay, wir haben wieder normale Standard-Zombies. Wir haben diesmal drei Reihen. Und ich würde sagen, die ersten zwei Reihen nehmen wir wieder für Zombie, für Sonnenblumen. Dass wir wieder genug bekommen. Zum Glück kosten sie nur 50, also von dem mag ich den Zaun ein bisschen sparen. Wo kommt er? Ah, da unten. So, jetzt haben wir mal alle drei Reihen gut besetzt. Dann können wir jetzt auch ausbauen mit unseren Pflänzchen. Oh, das geht allebei richtig flott. Hier oben können wir noch Pause und Beschleunige. Das wollen wir aber im Moment nicht. Das Spiel ist gerade schnell genug. Weil für mich altes Mannequin, wo Reflexzeit hat von knapp 4 Tagen. Yeah. So, jetzt müsst ihr gleich die Superwelle kommen. Dann können wir auch noch gleich ein paar Sätze. Warum ist jetzt noch eine Reihe Sonnenblume? Ah ne, wir haben es gepackt. Eine Walnuss, das ist eine Zaun, also ein Symbol. Gut. Das eine sind Nahkampfnüsse, Verteidigungsnüsse, also das sieht man ja schon schön, wenn man das dann zusammenstellen kann, später noch vielleicht. Oh, die sind alle verkehrt rum. Das ist schlecht. Warte. Diese ausgerichteten Pflanzen stehen. Ah, ich muss sie wegmachen. Muss ich jetzt jedes Mal. Nicht jetzt. Ja, geht einfach im Emo drauf drücken und dann drauf oder ziehen. Tolle Arbeit, mach bald. Also, okay. Das Mist, ne, da haben wir jetzt Walnüsse, das ist gut. Walnüsse sind halt Blocknüsse oder besser gesagt Zaunnüsse. Zaunnüsse. Ich glaube, Zaunnüsse trifft eher. So, die ersten Zombies tauchen auf. Meine Sonnen funktionieren schon. Oh, da kommen schon die ersten zwei sogar.
Ja, versuchen wir die Klamo wegzuhalten. Wie gesagt, ich liebe hier so Spiele. Also das habe ich schon beim ersten Teil oder brauche ich schon zweite ohne. Weil die Coneheads kommen. Na komm, haben wir noch ein Pflänzchen raus. Da machen wir jetzt auch mal einer hin. Falls in der Mitte sich eine traut, holen wir noch eine Pflanze. Ich glaube, hier brauchen wir noch ein Dritti. Dauert mir zu lang, bis der stirbt. Da können wir schon Zweddy drauf hocken. Ah, Symmetrie ist mein Freund. Okay, die riesige Zombie-Welle kommt jetzt schon wieder angerückt. Und wir haben unsere Verteidigung stehen. Wir haben eine gute Angriffswelle. Das sollte kein Problem sein, die jetzt kaputt zu machen. Und wir können noch ein bisschen Sonne sparen. Und weg alle. Und Flatsch. Oh, Minen. Die Kartoffeln. Ja, die können wir noch von früher. Die sind dann die Zombies reinmarschieren, sind dann explodiert. Explodiert bei Kontakt. Das Scharfmachen dauert jedoch etwas. Klar, die sind dann so ein kleines Zippelchen, guckt dann bloß raus und dann graben die sich ein bisschen aus und sind sie scharf. Wir sind halt auch relativ stark. Aber ich glaube, die haben. Kartoffelminen haben eine. Na, zu langsam. Ich glaube, die kosten nur 25, genau. Die waren sehr günstig. Und da sind unsere ganzen Freunde schon. Ich setze mir erstmal ein paar Sonneblume. Ja, und wenn sie jetzt da drauf laufen, dann fliegen sie von dann, ne? Puff, puff. Und der dritte. Puff. Die waren sauwitzig. Aber sie brauchen halt, bis sie aktiv sind. Das ist die andere Sache. Schafft er es noch rechtzeitig, bis er da ist? Weiß nicht. Es wird knapp. Ich glaube, der frisst die jetzt gleich weg. Ah, ne, hat doch noch funktioniert. Gut. Gut, setzen wir mal oben gleich mal wieder ein. Kann die wieder aufblühen. Oder kommen, besser gesagt. Ja, meine Pflanzenverteidigung wird auch immer mehr hier. Also so ist es nicht. Setzen wir hier auch noch ein. Na komm schon raus. Ja, da ist es schon. Okay, ich glaube, wenn der da reinläuft, gehen sowieso beide hinüber. Bams. Oh ne, jetzt hat bloß eine verwischt. Das ist doch ein bisschen doof. Aber okay, die sollte jetzt hier noch. Also er sollte hier noch drauf gehen. Ah, die Katapult-Dinge, die Katapult-Kohlköpfe, die waren auch sauwitzig. Die konnten wir immer ganz hinten hinstellen und es war bei der Dachschräge, haben wir die damals beim ersten gebraucht. Schöne Kohlköpfe über ein Hindernis hinweg auf den Feind. Da habe ich dann am liebsten, glaube ich, die Maiskolben gehabt. Die waren auch der Hammer. Oha. Jetzt haben wir schon die komplette Reihe. Ah, da können wir ja auch ein bisschen mehr stellen. Was, die Jungs kommen schon? Das ist aber nicht gut. Ich glaube, den setzen wir hier hin, dass wir in jeder Reihe schon mal so einen haben, wo ein bisschen agieren kann. Das ist nicht symmetrisch! Christo! Ja, okay, doch, eigentlich schon. Aber das wäre besser. Dort unten können wir auch noch schon mal eine hinsetzen. Oh, wir müssen viel schneller werden. Was? Gefährte freigeschaltet? Ja, nee, na, danke. Da ist noch eine Sonne. Da haben wir noch eine Sonnenblume. Können wir gleich mit der zweiten Reihe anfangen? Oh, wir haben hier oben keinen. Da habe ich ganz vergessen. Die arme Walnuss. Tut mir leid, Junge. Habe ich dich ganz da oben vergessen. So, dann machen wir die zweite Reihe. So, komm. Da hauen wir jetzt noch so eine dazwischen. Das sieht doch schon mal gut aus. Oh, der da ist ein bisschen arisch in Gefahr. Komm, setzen wir hier noch eine hin. Sonneblümchen. Sonneblümchen. Desto wird jetzt gleich kritisch. Die kriege ich jetzt so nicht weg. Oh. Scharfe Soße. Was macht die dann? Hey Nachbar! Kann ich mir eine scharfe Soße borgen? Natürlich, bitteschön. Ah, aber wenn der schon wirklich ewig auf deine Taco wartet, will ich nicht wissen, wie der schmeckt.
Oh, unglaublich halt. Was? Debbie Dave. Aber du kannst mich Debbie Dave nennen. Das ist so geil. Ja, und der Tag Nummer ist er, genau. Allein der Truck ist schon der Hammer. Und einmal Vergangenheit. Oh, war ein bisschen weit Vergangenheit. Im alten Ägypten sind wir jetzt. Voraussichtlich 4500 Jahren fertig sein. Mehr oder weniger. Das stinkt doch zum Himmel. Ich bin sicher, dass mein Taco hier irgendwo ist, aber zuerst. Pflanzen sind sie da, ja. So. Wir sind jetzt im Ägypten. Was will er denn noch? Diese Pflanze sieht hungrig aus, ja. Aber was denn? Spezialdünge. Okay. Das ist Spezialdünge. Kann ich die jetzt einfach. Ja. Och ja. Ah, und dann kriegt man gleich wieder eine. Ja, hoffen wir es, ob es auch mit einer anderen Pflanze funktioniert. Sehe schon mal ganz stark aus. Ah, Staubsauger statt Rasenmäher, diesmal cool. Okay, da kommt schon die erste Welle an Geschisse. Und der ist grün. Das heißt doch, glaube ich, dass der eine Spezialdünger drin hat. Soll ich schon mal? Komm, ich hau mal Dünger raus. Jo, der hat einen Spezialdünger. Und es gibt gleich wieder Kohle. Kohle bedeutet wieder, dass man irgendwas kaufen könne. Zack. Ich brauche noch ein bisschen. Hold the line. So. Meine Sonnenblümchen werfen schon. So, da kommt schon mal kleine Walnuss hier. Ah! Ah, ich bin voll. Okay, dann geht der das mal und dann kann ich die nehmen. Jetzt ist der Stahl. Gut, da kann ich den noch hinsetzen. Ah, das ist schon ein ganz anderes Kaliber, das Spiel da. Oh oh. Mist. Mist, 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 Mist. Ja, das bringt mir jetzt nichts mehr. Muss ich da jetzt hin? Ah, ist ja voll. Dann eben so. Ich brauche noch eine Walnuss da unten. Aber die Walnuss ist jetzt cool, die ist jetzt aus Stahl, glaube ich. Okay, hier setzen wir noch ein paar Jungs dazwischen. Ich bräuchte noch ein bisschen Sonnenblumenenergie. Bauen wir den noch dahin. Ach, guck mal an, der klaut mir die Sonne, der da. Okay, was passiert denn eigentlich, wenn ich schon Blumenkohl das gebe? Oh, okay, da kommen dann halt die Große raus. Ist auch nicht schlecht. Haben wir schon alles? Wir haben eine Karte gefunden. Was haben wir dann auf der Karte? Karte, Karte, Karte des Raumzeit-Dingsbums. So würde ich die 8 total benennen. Raumzeit-Dingsbums. Absolut. Ein uraltes Pergament-Landkarte von komischen Bedeutungen. Komm hier aus. Ah. Gute Neuigkeiten. Penny hat eine Karte zu meinem Taco gefunden. Zum Taco. Nein, das ist nur eine Raumzeitkarte der Welt, die wir erkunden können. Ah. Mumien und Piraten und Cowboys. Junge, Junge. Oh, das war doch bestimmt gegenüber. Irgendwie sollten wir schon einen Weg zu den anderen Welten finden. Bestimmt. Für den Anfang geht es aber ins alte Ägypten. Dann altes Ägypten. Ach, guck mal an, hier war das Haus und das sieht doch eine Karte zu meinem Taco aus. Nein, der ist ein Taco. Der und sein Taco. So, hier können wir ins nächste Level. Was haben wir hier noch? Hier können wir zurück. Was haben wir hier? Ach, guck mal an, hier sehen wir nur die ganze. Alter, da gibt es viele. Okay.
Die kennen wir ja alle. Die kennen wir, die zwei kennen wir noch. Die zwei kennen wir, die kennen wir auch noch. Also ein paar dabei, wo wir kennen. Ach Gott, da geht's ja alles noch weiter. Ach du heilige Kacke. So, haben wir ein paar Pflänzchen. Okay, die müssen wir alle noch freischalten, glaube ich. Oder kaufen, oder wie war das? Was gibt's denn an Zombies? Okay, die Zombies kennen wir noch. Das sind jetzt die neuen. Dann gibt es auch noch eine ganze Palette voll. Es gibt auch jedes Mal normale Begriff. Durchschnittliche Panzerung. Wie sieht es denn bei dem aus? Das ist auch durchschnittlich normal und gibt immer so ein bisschen Flavor-Deck dazu und ein kleines Bild. Das ist doch schön. Ah, ja, wenn wir wieder Geld haben, gell? Ja, nee, ist klar. Ja, ist nicht schlimm. Muss man ja nicht machen. Was haben wir hier neben dran? Ist das nicht das Spiel, was wir machten? Ja, das ist mit den Zerdeppern, wo wir dann schnell setzen müssen. Das war lustig, das Spiel. Hier haben wir Garde anscheinend. Ist das die Garde? Ja, das ist der Garten. Hier können wir Setzlinge rein und können die uns selbst großziehen verkaufen und mit Kohle machen. Das ist schon mal cool. Was haben wir noch? Diamante kaufen will ich nicht. Gold kaufen will ich auch nicht. Was haben wir hier? Pflanzen im Einkaufswägelchen. Mit bestimmten Shops sind. Ja, nee, das will ich. Da will ich ja kein Geld ausgeben. Nein. Was haben wir hier? Ah. Okay. Blumen kaufen. Okay, das werden wir eher nicht brauchen da oben. Ist aber nicht schlimm. Dann gehen wir hier wieder raus. So, wollen wir mal weitermachen. Die nächste Karte spielen. Na, nächstes Level. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt haben. Okay, zwei Sonnenblume. Ah, Kohle, Kohle, Kohle. Kauf mit diesen Münzen noch mehr Spezialdünger. Okay. Ah, da kann ich mehr Spezialdünger kaufen, aber 1000 Münze ist ein bisschen übel. Okay, also ich brauche Spezialdünger. Oha, jetzt kriege ich auch noch hier. Das wird jetzt interessant. Müsst jetzt schon eine Spezialdünger für einen von denen benutze. In der Hoffnung. Okay, da oben muss ich jetzt einer hinsetzen, aber ich brauche Sonnenlicht. Ja, der saugt die in, die Sonne. Ja, guck, da sieht man es. Er zieht sich voll bei und jetzt ist sie drin. Aber er ist jetzt hinüber. Also da muss ich aufpassen, dass die nicht die Sonne kriegen. So, da gibt es noch super Dinge. Ich glaube, ich setze mal hier in die Reihe schon anfangen mit. Na, sag mir schnell. Oh oh. Anfangen mit Verteidigung. So, dann hauen wir mal die Unwirrende hin. Da kommt sie schon, die Riesewelle. Ich glaube, hier ist besser. Können wir hier einen hinsetzen? Und dass er gefressen wird gleich. Ey, ey, Mike, meins, 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 meins. Ich glaube, ich muss doch mal ein bisschen Zunder drauf geben. Meine Sonne, hörst du auf? Arsch. Ah, guck mal, da gibt er gar noch zwei Sonne raus. Oh, wir haben eine neue Pflanze bekommen. Beide. Was macht die jetzt wohl? Können wir ja gleich erklären. Bumerang. Also Blumerang, so rum. Trifft bis zu drei Zielen in seiner Reihe jeweils jeweils doppelt. Ach, cool. Das heißt praktisch, schießt immer so Bumerang weg, der kommt wieder zurück, oder was? Neue Mission verfügbar. Naja, ich spiele einfach nur das nächste Level. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals für euch. Guck mal, Pelli über meinen Kopf. Ah, so, das ist jetzt.
Gut, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Pflanzen vs. Zombies 2. Tschüss!